herzlich willkommen zu diesem kurzen Crawler-Video am Schluchsee. Ein Teil der Crawler-Crew hat hier das Campingjahr 2023 bei herrlichem, sonnigem Frühherbstwetter ausklingen lassen. Der Schluchsee ist ein Stausee in der Gemeinde Schluchsee bei St. Blasien im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald in Baden-Württemberg. Er liegt südöstlich des Titisees und ist, abgesehen vom Bodensee, der größte See in Baden-Württemberg. Der See hat eine Wasseroberfläche von 5,17 Quadratkilometern, ist 7,5 Kilometer lang und ca. 1,4 Kilometer breit. Die maximale Tiefe liegt bei knapp 62 Metern. Wegen der Höhenlage ist das Wasser auch im Sommer relativ kühl. Der Schluchsee ist vor allem bei Badegästen und Seglern beliebt. Im Gegensatz zum Titisee hat er fast überall gut zugängliche Ufer, weshalb der Schluchsee im Sommer auch stark frequentiert wird. Hier sind wir jetzt gerade an einer von diesen Stellen, die sehr gut zugänglich sind. Man sieht, dass der Strand aus recht grobkörnigem Sand besteht und auch aus Felsen, auf die man gut hochfahren kann. Dann wollen wir auch mal ins Wasser. Zugegebenermaßen war das Wasser doch recht frisch, aber in der Sonne konnte man es darin aushalten. Einige Stellen waren für den TRX6 recht einfach zu meistern, wobei auch manche Stellen für den eine richtige Herausforderung waren. Im Hintergrund kann man das tolle Panorama von dem Schluchsee sehen und das Wetter war einfach fantastisch. Wir hatten sommerliche 25 Grad und Sonnenschein pur. Da wollte ich dann doch etwas zu viel von dem TRX6 verlangen. Also es war hier doch ein bisschen steil und er hat sich einfach nur hinten eingegraben. Irgendwann sind die anderen auch noch mit dazu gestoßen und wir konnten uns eine ganze Zeit lang hier an dem Platz verweilen und beschäftigen. Rainer war mit seinem Bronco unterwegs, Costa mit seinem High Trail und Sven auch mit seinem TRX6. Und die Fliege scheint auch ihren Spaß mit der Kamera gehabt zu haben. Nasse Reifen und glatte Felsen, einfach keine gute Kombination.
Insgesamt haben wir 3 volle Tage am Campingplatz Schluchsee verbracht. Hier kann man den Campingplatz echt nur empfehlen. Freundliches Personal, tolle Lage, einfach klasse. Und nochmal ab ins Wasser. Das Schöne ist, es ist ein Sandstrand, also kein Schlamm. Alles schön sauber danach wieder. So soll es sein. Danach einfach nicht sauber machen müssen, kein Schlamm in den Getrieben. Alles super, wunderbar. Ich bin happy. Im Hintergrund chillt Peter mit seinem TRX6 Eigenbau. Natürlich kein direkter TRX6, sondern ähnlich aufgebaut wie ein TRX6, nur eben alles selber gemacht. Hier versucht sich Sven mit seinem TRX6 an einer recht schwierigen Stelle. Ich habe sie später nicht so einfach gepackt wie er. Es kommt halt auch viel auf die Linie an, die man wählt. Einen Zentimeter zu weit links oder zu weit rechts und schon kommt man nicht mehr weiter. Das soll es auch schon gewesen sein von dem Video. Abonniert den Kanal, um über weitere Videos immer informiert zu werden. Danke fürs Zuschauen und bis bald.